So, hallo, wir machen weiter bei. Wir müssten Mario 35 sein, ja, wir sind bei Mario 35. Es wollte gerade mir schon wieder hier den falschen Mikrofondings andrehen. Aber nicht mit mir. Ich habe reagiert und auf USB umgeschlossen. Umgeschaltet. Also halt. Ne? Wie heißt das? Umgesteckt. Ach, ist egal. So, wieso willst du mir jetzt nochmal die Steuerung erklären? Wo bin ich denn gelandet gerade? Wahrscheinlich war ich auf Optionen. So, was müssen wir tun? Besiege 20 Gegner, ja, nutze einmal das Item-Roulette, ja, beende 30, ja, okay, alles läuft einfach durch. Alles läuft einfach durch. Gut. Dann muss ich jetzt auswählen 5-1, damit wir 5-1 spielen können. Hoffentlich irgendwann und das auch hoffentlich schaffen. Na, das ist das Ding. Und wenn wir 5-1 schaffen, wird 5-2 freigeschaltet. Und vielleicht haben wir Glück und es kommt noch ein anderes Level mit dazu. Wir werden sehen. Und ich bin gerade komplett mindblown. Ich dachte bis vor ein paar Minuten, der Pro-Controller wäre einfach schwarz oben. Der ist gar nicht schwarz. Man kann da durchgucken. Das ist durchsichtig in gewisser Weise. Das habe ich noch gar nicht realisiert. Du siehst da so ein paar, was ist das, Platinen oder was auch immer. Also das, was da halt eingebaut ist. Du kannst da durchgucken. Das ist mir, der hat jetzt irgendwie so eine Lichteinstrahlung gerade gehabt, dass mir das aufgefallen ist. Ich dachte, der wäre schwarz oben. Ist er gar nicht. Der ist schon, ja, war mindblowing gerade. So. Das war dann auch der informativste Teil dieses Videos. Ab jetzt spielen wir einfach nur und schicken gerade Millionen Leuten Holy Moly, Dinge. Und erwischen nicht die Box. Ich lerne einfach nicht, wo diese Box ist, ne? Es ist unglaublich. Oh, das gibt jetzt gut Zeit. Das gibt jetzt erstmal gut Zeit. Jawohl, 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 jawohl. Zack, zack, zack. Und da haben wir schon ein KO mit eingebaut. Sehr schön. So kann es weitergehen. Zack, zack, zack. Und zack. So, jetzt einmal hier mal Münzen holen. Und dann den Stern. Und dann sind wir schon mal recht gut durchs erste Level gekommen. Sonne schreibt immer, ich soll nicht so schnell durchrennen, aber ich muss ja recht schnell die Level schaffen, wenn ich die, wenn ich die, ja, wenn ich mal so schnell durch Level laufen würde, wenn ich mal so schnell denken würde, wie ich durch Level laufen würde. Wenn ich will ja möglichst viele Level schaffen, damit wir die Möglichkeit haben, zu dem Level zu kommen, was ich brauche, um nächstes Level freizuschalten. Wenn ich in jedem Level mich ewig aufhalte, wird das natürlich nichts. Also muss ich da natürlich schon schnell durch. Und schon allein aus dem Grund, weil ich zu ungeduldig bin. So. Okay. Zack. Trotzdem hier natürlich einmal anhalten, hier einmal die Blume mitnehmen. So, sehr schön. Dann hier das Leben mitnehmen, was kein Leben ist. Oh, das war knapp. Jetzt bringen wir gleich mal Blume noch ins Spiel. So. Wir haben gleich die 400 erreicht. Wir sind gleich auf Maximumzeit. So, was haben wir hier hinten? Okay. Wir gehen. Aber wir können eigentlich jetzt hier in 1-1 gehen, weil das wäre der dritte Bereich. Das heißt, das ist okay. Zack, 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 zack. Zack, dann gehen wir jetzt nämlich auch gleich durch die Röhre durch. Weil wir jetzt sowieso die Zeit voll haben. Easy. Okay. So. Dann nehmen wir hier noch Münzen mit. So. Und Abflug. Und schauen, dass wir möglichst schnell die Level beenden, dass wir zu 5-1 irgendwann kommen mit Glück. Zack. Das ist nicht 5-1. Wait, ist die Reihenfolge, habe ich das an? Weil 1-4 wäre doch in der Mitte. Ich dachte, Ah, vielleicht ist es genau andersrum bei den Röhren und ich habe es falsch verstanden. Oder es ist einfach Zufall, dass jetzt nochmal 1-4 kommt. Ich dachte, der ganz rechts ist der nächste und der ganz links ist dann sozusagen der letzte von den Reihen, die man das sieht. Aber vielleicht ist es auch genau andersrum. Das kann natürlich. Oh, hi. Tschüss.
das kann natürlich sein. Also wir haben jetzt schon Bowser in der Runde, ohne dass ich hier was getan habe. Dann waren andere auch schon. Ah, guck mal da, der eine ist auch gerade hier in Dings. Oh, war ja, was tue ich hier? Ganz schnell einmal das Roulette drehen. Das, wow. Das war das, oh nein. Nein. Ich brauche einen Pilz. Jetzt. Ganz schnell. So. Jetzt muss ich hier, oh Gott, hier muss ich... Oh, das wird jetzt... Wenn ich nicht eine Blume kriege oder sowas? Nee. Das nützt mir alles nichts. Oh nein. Ja, nochmal schön 20 Münzen einsetzen. Sehr gut. Das war nicht so gut. Aber wir haben zwei Sachen erfüllt. Okay. Ja, 30 Level beenden ist halt auch, das dauert jetzt eine Weile. Ich hoffe, wir schaffen es in dem einen Video. Hey, Level 50 und wir bekommen einen Beetle. Brauche ich nicht. So, weiter. Gleich weiter im Programm. Das war nix. Also es war schon was, aber nicht was ich wollte. Also war es eigentlich doch wieder nix. Na, wie lange hältst du denn noch? Danke. So. Zack. 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 Das wäre fast schief gegangen. Aber diesmal sind noch kaum Leute da. Also, ne, vorhin waren da schon ganz viele Gegner zu dem Zeitpunkt. Jetzt irgendwie noch gar nicht. Dafür sind zwei schon wieder raus. Na, aber unsere Zeit war vorhin zu dem Zeitpunkt besser. Ist jetzt nicht weiter schlimm, weil die baut sich eh jetzt gleich richtig schnell auf. Aber es halt... es fällt halt auf. So. Na, auch hier ging jetzt nicht so viel. Da war noch ein bisschen zu wenig Action. 1-3, das ist eine der letzten Stages, die ich will, weil man so schnell hier Quatsch macht. Und dieser Quatsch dann halt dazu führt, dass man runterfällt und das ist dann nicht so cool. Zack. Okay. Ja, hier zum Beispiel. Oder hier. Ja, Mensch. Da bin ich nicht runtergefallen. Jetzt warten wir erstmal, wo wir landen. Vielleicht kriegen wir ja gleich wieder eine Blume. Yo. Okay. Da ist meine Blume. Stopp, stopp. Oh mein Gott, war das schlecht. Oh mein Gott, war das schlecht. Dafür müsste ich mich eigentlich löschen. So. So. Gib mir den. No! Dann halt nicht. Ach! Ich krieg einfach keine Blume mehr. Das ist ja unfassbar. So. Aber jetzt dann das. Einfach keine Blume mehr. Die Blume ist mir nicht gegönnt. So, aber noch muss ich jetzt kein Roulette einsetzen. Noch sammeln wir Münzen. Weil wir es können. Oh Mist. Aber alles gut. Wo landen wir? Okay, da kriege ich erstmal einen Pilz. Und jetzt müsste ich eigentlich die Blume auch bekommen können. Nein! Nein! Wieder. Scheinbar nicht. Okay. Sollen wir auf sicher gehen? Komm. Oh. Das ist das nutzlos. Also das ist
gut, wenn es darum geht, einfach gegnerlos zu werden. Aber in den meisten Fällen ist das das nutzloseste Item, was man kriegen kann. Das ist schon besser. So, wir haben ein KO. Aber kaum Münzen. Ich muss mich mal mehr um Münzen kümmern hier. So. Besser. Münzen! Hä? Wo war... Ach, hinten war das hier. Nein, nee, jetzt bin ich durchgelaufen. Alter, das war's komplett mal wieder. Nein, das war's komplett. Oh mein Gott. Okay. Wir haben, glaube ich, 2 Level mehr geschafft. Oh mein Gott. So, nächster Versuch. Meine Nerven. Dip, 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 dip. Was mich jetzt wieder interessieren würde, was ich natürlich nicht weiß, weil es steht auch nirgends. Wenn Spieler ausscheiden, sind deren Level dann noch im Kurs oder sind die, die ausscheiden, raus? Weil das würde doch bedeuten, je weniger es werden, umso höher ist die Chance, dass man sein Level bekommt, was man... Da steigen schon wieder gleich 2 aus, alles klar. Umso eher ist doch die Chance, dass man sein Level dann bekommt. Oder nicht. Wenn nicht, dann nicht. Vielleicht bleiben die einfach im Rennen und es bleibt bei 1/35. So, als Wahrscheinlichkeit. Ich weiß es nicht. Alter, 5 Leute schon wieder raus. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Hallo? Ah, hallo? Was ist denn das? Wie gesagt, ich verstehe es ja, wenn einer rausfliegt, weil er halt nicht aufpasst. Ist mir gestern ja auch passiert. Aber so viele. Das ist crazy. Das ist echt interessant, wie oft das passiert, dass die so schnell rausfliegen am Anfang. Oh, schon wieder 1-2. Es ist... immer der gleiche Ablauf. So. Aber ich will mich nicht beschweren. Immerhin habe ich jetzt eine Blume und kann hier mir den Stern direkt snacken. Kann mir hier wieder die Blume holen. Und mir dann wieder die 20 Münzen und so weiter und so fort. Zack. Okay, jetzt gehen wir wieder nach hinten. Okay, wir gehen nach hinten. Komm, 5-1. Schade. Okay, jetzt kommt die Kontrolle. Jetzt gehe ich in 2-2, bring Fische ins Spiel. Was jetzt ganz gut ist, weil wir ja die Fische haben. Die Blume haben. Was aber natürlich nicht so gut ist, weil die dann ja auch zu mir kommen. Ja gut. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Das ist vielleicht gut, wenn man gewinnen will, aber eigentlich will ich ja möglichst viele Level spielen können. Hm. Ich hab das nicht so durchdacht. Aber jetzt schieße ich eh alles ab. Also jetzt legen wir auch. Wenn schon, dann richtig. So. Wo landen wir jetzt? Das ist jetzt die Frage. Wenn wir jetzt in 1-1 landen wollen. In 1-1 landen. Ah ja! Okay, dann war das vor ein Zufall. Dann war das voll Zufall, weil 1-4 war jetzt nicht in der Mitte. 1-4 war nicht in der Mitte. In der Mitte war 1-1, oder? Habe ich mich verguckt? Ne, also ich glaube, das passt dann schon. Dann ist ganz rechts, ganz links, wollte ich sagen, ist von der Reihenfolge her das Letzte. Das heißt, wenn man in das geht, wird eine neue Reihenfolge gestartet. Oh mein Gott, was tue ich denn hier? Okay, hier ist einfach nichts. Außer Bowser. Wow. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, jetzt kriegen wir wieder eine neue Reihenfolge hin zu Gesicht. Die nächsten 3 Level. Und können gucken, ob 5-1 dabei ist. Das wäre sehr, sehr schön. 5-1 wäre ja dann... Entschuldigung. Ich glaube 5-1 oder ist es 6-1 wäre dann das erste Level mit Bullet Bills.
Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, es kann auch 6-1 sein. Nein! Oh, ich komme noch ran. Ich komme noch ran. Sehr gut. Hatte schon Bedenken. Oh, wow, mein Gott. So, schade. Aber wir gehen wieder 1-1, ne? Wir gehen wieder ins ganz rechte. Linke. Und dann sollten wir ja danach wieder. Ja, aber ich gehe jetzt nicht über die. Yo! Jemand anders hat die schon ins Spiel gebracht. Also jemand war in 5-1 scheinbar. Könnte sein, dass jemand in 5-1 war. Oder ist, ja, da unten. Der, weiter unten rechts. Da ist einer in 5-1. Das sieht zumindest wie 5-1 aus. Ah, ich wollte da hin. Mein 5-1. Oh, gib mir das. Gib mir 5-1. So, jetzt sind wir zeitlich schon mal ganz gut beisammen. Zack. 1. Oh, nee. Ja, das ist. Okay, können wir hier einfach durchrei. Nein, können wir nicht. Hat sich direkt erledigt, die Frage. Zu schlecht. Das ist so eine langsame Stage, die macht mich wahnsinnig. Ich will durchrennen. Jo, aber wenn man halt durchrennen will und nichts, kann man nicht sowas machen wie ich hier. Oh Gott, die, ai. Das war knapp. Oh je, tschüss. Und wieder 1-1, okay. Heute wird nicht besser. Heute wird nicht besser. So, gehen wir durch die Röhre? Ja, wir gehen durch die Röhre. Oh Gott, wir gehen auf jeden Fall durch die Röhre. Aber sowas von gehen wir durch die Röhre. Bevor ich hier noch mehr Quatsch ins Gesicht gedrückt bekomme. Oje, oje. So, so ist es angenehm. 7-1! Ja, let's go! Nein, das hatte der andere drin. Der hatte 7-1 drin. Okay, ja, let's go. Das haben wir auch noch nicht. Jetzt schön 7-1 schaffen. Unverhofft kommt manchmal. Gibt es irgendwo einen Stern? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von 7-1, ne? Also viel zu lange her. Viel zu lange her. Und ich habe jetzt eigentlich auch nicht die Zeit zu suchen. Ich kann die unteren immer mal so ein bisschen abspringen. Yes, wir haben's. Oh Gott, jetzt keinen Quatsch machen. Yes. Yes. No. Lass mich ins Ziel. Yes! 7-1. Oh mein Gott. Wie nice. Okay, jetzt ist mir alles egal. Wir haben 7-1. Ich bin happy. Mehr will ich doch gar nicht. Wo war denn hier der Pilz? Wie soll man denn. Okay. Puh. Das war ja schon ein bisschen riskant jetzt, ne? Yo, alles klar. So, was haben wir hier hinten? Ach, da ist nur ein einziges. Ja, toll. Oh nee, das ist das Fischlevel. Oh nee. Ja, nee. Oh boy. Oh Junge, jetzt wird's hier aber wild. Nein, das wollte ich nicht. Okay, jetzt könnte ich an die Blume rankommen. Wenn ich es jetzt bis zu dem Block schaffe, habe ich die Blume. Nice. So, und jetzt hier vorsichtig. Oh je. Oh je. Ja, okay. Ihn weggezündet, aber leider selber mit weggezündet worden. Aber hier ist nicht so viel los. Das geht eigentlich, klar. Dann muss ich jetzt auch nicht das Roulette bemühen. Sehr schön, das Hammer. Okay.
5-2! 5-2! Zwei Stages in einer Runde. Oh mein Gott. Schnell. Schnell. Einfach durch. Schnell. Und jetzt ist kaum was los hier. Oh oh. Oh, das war so ein Glück jetzt. Okay, okay. Okay. Nein! Dieser Sprung! Ah, wir hätten 5-2 haben können. Schade. Aber eine Stage haben wir bekommen. Eine Stage haben wir bekommen. Sehr gut. Nochmal. 7-1 einfach mal freigeschaltet. So, jetzt nochmal. Also, 5-1. Aber ich meine, ne, jede Runde, die eine neue Stage bringt, ist eine gute Runde. Und mit dem Aspekt macht es jetzt auch viel mehr Spaß, das Spiel. Weil jetzt hat man ein Ziel. Nicht so wie es davor war. Und das, aber ich... So ein bisschen der Spielfrust kam daher, dass es sich etwas sinnlos angefühlt hat zu spielen. So, man wusste nicht, was man tun kann. Klar, man kann gewinnen, aber auch das Gewinnen fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte man toll mega was erreicht. Ne? Aber eine Stage freischalten, das fühlt sich halt an, als hätte man was erreicht. So, das ist was... Das hat so diesen Belohnungscharakter. Na, wenn du gewinnst, das hat irgendwie einfach nicht den Belohnungscharakter, so blöd es klingt. Hier Erster werden, ja gut, dann wirst du halt Erster. Kannst damit flexen. Dann steigst du in der Stufe, aber die Stufe fühlt sich jetzt auch nicht so an, als hätte man da viel erreicht. Aber Stages freischalten, das fühlt sich halt schon so an, als hätte man was erreicht. Und dann macht das auch wieder mehr Spaß. Aber... Bevor es zu dieser Kritik gekommen wäre, das hätte Nintendo ja schon verhindern können, indem sie einfach sagen, hey, das Spiel funktioniert so und so. Nein. Das muss man über YouTube-Videos rausfinden. I don't get it. I totally don't get it. So. Plop. Oh boy, was tue ich denn hier? Das war nicht so klug. Aber wir kriegen gleich wieder die Blume, alles in Ordnung. Nix passiert. Im Grunde ist nix passiert. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir jagen jetzt den Pilz da oben. Vielleicht auch nicht. Okay, kann ich es riskieren? Wir riskieren das, wir holen uns den. Nice. So. Was haben wir jetzt hier drüben? Kein 5-1, schade. Ach, 1-3 ist aber ich muss ja. Ich muss ja eh. Also, ich könnte jetzt ja nicht mal die Reihenfolge verändern. Wenn ich jetzt in 1-1 gehen würde, käme als nächstes 1-4 und dann 1-3. Also, ich muss hier so oder so rein. Dann überspringe ich jetzt halt 1-1 und 1-4. Was soll's. Na und auch sowas wie der Münzenrang, so das ist toll, aber letztendlich bringt das nichts. Du hast einfach nichts davon. Yo! Der hat mich aus dem Konzept gebracht. Oh mein Gott. Der hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Okay, letzte Runde für heute. Zumindest für den Part, nicht für heute. Heute nehme ich noch ein bisschen mehr auf. Ich versuche jetzt mal an einem Abend die Wochenvideos aufzunehmen. Mal gucken, ob es hinhaut. Ich brauche halt, was ich bräuchte, ist so eine Art, Zeitplan, nachdem ich vorgehe. So, das brauche ich. Wenn ich keinen festen Zeitplan habe, haut es immer nie hin. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, ich nehme immer Montagabend, nehme ich mir die Zeit und nehme die Videos für die Woche auf, dann sollte das eigentlich funktionieren. Aber das wird halt auch nicht immer funktionieren. Ne?
Weil ich habe einfach viel zu schlechtes Zeitmanagement. Und Zeitmanagement ist eine super wichtige Sache. Auch wenn es um Hausaufgaben geht und sowas. Also betrifft auch Schüler. Zeitmanagement, sich die Zeit sinnvoll einzuteilen, sich zu überlegen, wann mache ich die Hausaufgaben, wann mache ich eine Entspannungsphase zwischendurch. Das ist super wichtig für den Erfolg von Hausaufgaben. Hätte mir das mal einer zu meiner Schulzeit erklärt. Aber wenn man es jetzt den Schülern erklärt, dann sagen die auch so, ist mir doch wurscht. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt als Schüler. Jetzt hinterher ist man halt schlauer. So. Es ist so peinlich, was ich hier zusammenspringe teilweise. Es ist so peinlich. Gib mir die Blume wieder. Danke. Oben rum. Unten gehe ich nie wieder lang. Das ging einmal schief, das reicht, wenn es einmal schief geht. So. Okay. Jo, wie viele K.O.s haben wir denn? 3 K.O.s schon. Cool. Oh, der Sprung wäre fast wieder schief gegangen. Komm, 5-1, schade. Aber direkt wieder 1-2, geht auch in Ordnung. Ich meine, jetzt sind wir ja so voll. Jetzt können wir ja wirklich komplett abkürzen. Oh, da war eine, habe ich nicht gesehen. Da war eine, hör auf. Oh mein Gott, das Geräusch, danke. Eine Pflanze. Die habe ich nicht gesehen. Jetzt holen wir uns erstmal wieder die Blume. Aber dann können wir komplett abkürzen. Weil wir haben die Zeit voll, sowas soll's. Gehen wir halt gleich oben rum. So. Ah, da ist nicht das dabei, was ich will. Aber ich muss jetzt eh hier drüben hingehen, alles. Ansonsten wär's Quatsch. Weil die Stage kommt dann so oder so. So, die kann ich nicht mal verhindern. Geht einfach nicht. Okay. Das war ein Sprung, der nicht so gelaufen ist, wie ich dachte. Uiuiuiuiui, ich mache hier schon wieder viel zu viel Quatsch. Okay, zack, zack, zack. Wir schicken gerade ganz vielen Leuten... Nein, was? 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 Ich verstehe die Physik nicht. Was war das? Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich voll viel Speed habe, um den Sprung zu schaffen. Und dann ist der so klein, so kurz. Mist. Wieso war denn der Sprung jetzt so kurz? Jetzt machen wir noch eine Runde, ist mir wurscht. Yo! Das ist neu. Wir starten tatsächlich mal in 1-2. Das hatte ich ja noch nie. Das hatte ich ja noch nie. Cool. Oh, nicht so cool. Oh, gar nicht so cool. Ich kann ja gerade nicht mal das Roulette bemühen. Ich komme jetzt nicht mal hier an den Dings ran. Ich komme ja nicht mal hier an den. Ich komme ja an gar nichts ran. Und ich kann mich auch jetzt nicht. Oh mein Gott! Ich kann mich auch jetzt nicht groß machen. Ich brauche ganz dringend Münzen. Oh, der ist weg. Den kriege ich nicht. Ah! Kriege ich noch? Nee, der. Noch eine Runde. Gibt's doch nicht. Also das lief nicht so gut.
Aber das muss ich mir merken. Ich muss auf jeden Fall den Pilz behalten, wenn wir in 2-1-1-2, meine ich, starten. Das wäre gut. Das wäre sehr gut. Das lief gerade nicht, wie es sollte. Also, überhaupt nicht. Oh, und der erste ist schon wieder raus. Okay. So, aber jetzt müssten die Leute doch einen Pilz haben. Wie kann man denn jetzt so schnell wieder ausschalten? Das geht doch eigentlich nicht. Jetzt hast du doch erstmal eine Zeit lang einen Pilz. Wenn du nicht komplett den Pilz... Und trotzdem haut es gerade zwei raus. Was ist bei denen passiert? Man müsste jetzt echt mal sich die Zeit nehmen und es nachgucken, was da passiert ist. Mache ich aber nicht. Ach Mensch. So. Okay. Diesmal ist 2-1 nicht so 1-2 nicht so schlimm, weil ist ja klar, wir haben jetzt ja alles schon da. Ich komme direkt an den Stern und so weiter. Das war halt vorhin das Problem, wenn du hier nichts hast und auch kein Roulette hast zum Drehen, hast du halt keine Option an Items zu kommen. Und dann merkt man mal, wie schwierig es plötzlich wird. Hm. Oh Gott, diese Sprünge teilweise, oh, das ist, ne, die Sprungphysik ist so weird an mein, oh mein Gott. Okay. 1, 3, 1, 1, 1, wow. Also kann ich nur hier rein. Bringen wir es hinter uns. Oh nein. Oh nein. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Das wäre nicht so gut gewesen. So, zack. Okay. Blüpp, blüpp, blüpp. Jux. So, jetzt aber durch hier. Jetzt aber durch hier. Wow. Also, das war wieder leicht peinlich jetzt. Verteilen wir hier schön wieder Geschenke. Ganz viele tolle Geschenke. Ah, jetzt ist nur noch an einen. Vorbei mit Geschenken. Okay. Danke. Oh Gott, diese Sprünge. Habt ihr das gesehen? Es ist schon wieder passiert. Ich denke, ich springe schnell los und dann macht er so einen kurzen Sprung. Es ist Wahnsinn. Ja, wow, diese Auswahl schon wieder. Jetzt gehen wir nochmal richtig hier den Weg. Und noch ein paar Münzen. Dass wir das Roulette schön aufladen. Es ist... Ah, nee, ne? Es ist... Ist echt traurig, was ich hier zusammenspringe. So. Okay. Jetzt haben wir volle Zeit. Zack. Und ab jetzt einfach durch. Ich hätte fast den Sprung verpasst. Oh mein Gott. Mein Herz. Oh, jetzt schicken wir wieder ein paar mehr Leuten Stuff. 3-2, oh je. Wobei ich glaube, 3-2 ist ganz gut. Ich glaube, da gibt es jetzt relativ schnell einen Stern. Ja, genau, hier ist ein Stern drin.
Oh, so ein Sprung. Und dann haben wir es nämlich schon. 3-2 ist echt ange... Ja, wow. 3-2 ist echt angenehm zu spielen. Das nicht. Oh, soll ich? Also ich bräuchte eigentlich eine Blume. Ich bräuchte eigentlich eine Blume. Aber das... Es ist halt das Risiko, das Roulette jetzt zu drehen und dann kommt lauter Quatsch dabei raus. Okay, jetzt muss ich sowieso drehen. Ja, okay. Dann ziehen wir halt einfach durch. So, was soll's. Okay. Okay. Ist jetzt halt langfristig gesehen nicht das beste Item dafür, aber... Um durchzukommen, war es okay. 3-2, okay. Ne! Immerhin haben wir diese Mission jetzt erfüllt. Oh. Ey, ich kann jetzt eine Röhre sein. Komm, das machen wir. Nee, das Bowser-Symbol lassen wir. Das Bowser-Symbol ist cool. Aber uff. Oh, aber ich sehe gerade. Man kann ja hier Level üben. Das heißt, da könnte man ja zum Beispiel gucken, wo sind denn jetzt versteckte Sachen? Ne, wenn wir mal 5-1 bekommen, kann man gleich mal schauen, wo hier... wo hier Stuff ist. Okay. Wir hören an der Stelle auf. Aber das ist eine gute Idee, das können wir mal in den nächsten Parts machen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.